This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Checkknife auf dem Kanal. Hunderunde wieder, ja, heutiges Thema. Ich möchte heute über ein Idol von mir sprechen, welcher schon seit nun einem Jahr und fast 4 Monaten tot ist. Das ist unser Rüdiger, Rüdiger Nehberg, Survival. Der Mann, der viele inspiriert hat, der sozusagen eigentlich auch mein ganzes Leben mit beeinflusst hat. Als kleiner Junge ging das los. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau das Datum, 72 oder 74, 75, weiß der Geier wann. Oder war das später? Da gab es auf einmal das Buch, später, das gelbe Buch war es. Da war ich bei den Pfadfindern und dann gab es auf einmal das Buch von Rüdiger Nehberg, Survival, gelber Pappeinschlag mit einem roten Querstrich drauf, Survival. Ich weiß nicht, das war eine Zeit, da hat man als Junge, es war eine ganz andere Welt, das kann man heute jüngeren Menschen ganz schwer klar machen. Ich rede jetzt wie ein alter Mensch. Ich sehe mich gerade selber, dass ich spreche wie meine Eltern. Und wo wir eben den Wandel der Zeit da ist, was wir jetzt schon erlebt haben wieder. In unserer Jugend gab es 3 Programme und die fingen erst abendnachmittags an. Es gab kaum Informationen, man hatte Zeitschriften, Comics waren ganz wichtig. Aber sonst war Spielen, draußen spielen, im Wald spielen, das war viel wichtiger und man hatte kaum Ablenkung. Man wurde nicht irgendwie, was war das denn? Oh, Vogel. Man musste sich selbst beschäftigen, man wurde nicht bedaddelt, man wurde nicht mit Medien zugeworfen, die einen nur da sitzen ließen. Heutzutage sitzen die Leute nur und werden berieselt und es geht denen die Kreativität verloren. Wir in unserer Zeit als Kinder, da gab es nichts, was dich berieselte. Und dann war auf einmal das Buch Survival für mich. Ich hab's verschlungen. Es lag unterm Kopfkissen. Rüdiger Nehberg hat mich sehr, sehr inspiriert oder beziehungsweise mich auch zum Träumen angestachelt. Als Junge auf einmal in fernen Welten und das war alles sehr fern. Ich erinnere mich aus der heutigen Zeit, bei uns im Haus kommen jeden Tag Pakete an von der Firma Amazon und weiß der Geier was, die Postdame, die schleppt kistenweise Pakete rein. Da ist wieder ein Räder hin, seht ihr? Schako, komm her! Schako, komm, Fuß! Komm her! Hier, Fuß! Hier, Fuß! Kommst du her? Los! Was hast du denn da? Komm, Fuß hier! So. Kurze Unterbrechung wieder. Schako, Fuß hier. Die schleppen kistenweise Pakete heutzutage bei uns rein. Ich kann mich erinnern, in meiner gesamten Kindheit habe ich ein einziges Mal, also auch bis zur Jugend, ein Paket bekommen. Das war damals von der Firma Wiese. Da war meine Pfadfinderkluft drin. Das war so ein Spezialversand. Und dann gab es dazu ein Takelmesser. Alter, war ich stolz. Das war mehr als Weihnachten. Auf jeden Fall war Rüdi da immer für mich dabei. Und dieser Mann, finde ich, ist fast bei vielen Jüngeren, ist der Name Rüdiger Nehberg, weil er ja nun auch als alter Mensch gestorben ist, fast nicht mehr präsent. Und dieser Mann Rüdiger ist für mich ein Idol immer noch. Ich hatte 2020 das Jamboree fertig in Tüten geplant.
Es war alles fertig, alles durchgesprochen und ich hatte auch das Frühjahr über sehr viel Telefonate, Mails mit Rüdiger. Weil Rüdiger bei mir auf dem Jamboree als einen Vortrag halten sollte. Wir hatten uns hier bei mir im Ort in Euthen, hatten wir uns nach seiner Show getroffen, haben darüber gesprochen, wie wir das darstellen können, dass er mit zur Rhön kommt. Ja, das war ein Herzenswunsch von mir, weil ich wusste, Rüdi 84, der macht bestimmt nicht mehr lange. Sein Leben geht dem Ende zu, der Lebensabend ist da und ich habe jetzt vielleicht nochmal die Chance, Rüdiger, also es war mein Herzenswunsch, Rüdiger auf meinem Jamboree, auf meiner Veranstaltung bei mir begrüßen zu dürfen und ihn da zu haben. Das wäre das Größte gewesen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mein ganzes Leben lang begleitete mich Rüdiger, die Bücher gelesen. Und ja, und ich war sehr traurig, als dann die Nachricht kam, es war der 1. April. Und am 1. April, auf einmal war bei Facebook war es, glaube ich, zuerst, dass Rüdiger tot ist. Ich dachte, das ist aber ein makabrer April-Scherz. Und ich habe es auch als April-Scherz aufgenommen, dass die Todesmeldung von Rüdiger am 1. April. Ja, also ich war, als es sich dann bestätigte, dass es Tatsache ist, war ich zutiefst berührt. Und ich muss sagen, ja, das dreht sich nicht um mich jetzt, aber es war einfach so, da ist ein ganz großer von uns gegangen, der sein Leben gelebt hat und zuletzt auch eben hauptsächlich in den Dienst anderer gestellt hat. Und er hat so viel uns gegeben und anderen, auch mit seiner Target-Stiftung. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil haben wir noch gesprochen, kurz vorher, und dann ist er offenbar nicht mehr da. Rüdiger hat in seinen Büchern, und ich weiß nicht, wie ich, mein Bruder, also ich will mal eben sowas erzählen. Mein Bruder, der hat auch einen sich selbst in den Himmel gebracht. Und die Familie gibt das natürlich nicht weiter. Man hält das ein bisschen, deckelt sowas. Und bei Rüdiger, ich weiß, es ist... Bitte, ich sage nicht, dass er das getan hat, versteht das nicht falsch. In all seinen Büchern, in jeder Aussage, die er getan hat, hat Rüdiger immer gesagt, wenn das Siechtum zu schwer wird, wenn er zu alt wird und nicht mehr merkt, dass er Herr seiner Sinne ist und in der Lage ist, alles selbst alleine zu entscheiden und zu machen, da... hat er gesagt, dann sorgt er dafür, deswegen hatte er immer seinen Revolver, dass er sich dann selbst in den Himmel schickt. Das hat er x Jahre immer gesagt. Und ich habe Rüdiger auch erlebt bei uns bei dem Vortrag in Euthen hier, wo er eben auch zu kämpfen hatte, das, was er liebte zu machen, die Leute zu amüsieren, ihnen, er war ja auch ein toller Entertainer, er konnte, hatte Klamauk war das schon, was er da von sich gab, das war einfach toll. Er war ein Entertainer der ersten Güte mit einem ganz besonderen, trockenen, schwarzen Humor, der einfach unbeschreiblich war, was er, seine Vorträge waren einfach grandios, aber er hatte schwer zu tun mit seinem Gehör. Er war vorher noch, dann konnte er wieder nicht, musste aussetzen, hatte dann seine Batterien vom Hörgerät waren leer gelutscht und dann musste er erstmal Batterien holen bei dem Vortrag und seine Frau musste ihm helfen. Ja, und das war was, was er, glaube ich, hasste. Und das war das, was auch ihn dazu wohl trieb, dass er
Wenn ich so wie ich das erlebt habe, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und so wie man Rüdiger kannte, mit seinem schwarzen Humor, dieser 1. April, das sein, am 1. April zu sterben, wenn er wirklich unter normalen Umständen am 1. April gestorben ist, wäre es ganz im Sinne von Rüdiger, glaube ich, gewesen, am 1. April zu sterben, weil das wäre so sein Ding gewesen, wo er sagt, so, da foppe ich die nochmal richtig. Wenn er das geplant haben sollte, was ich nicht weiß, aber wenn man all seine, was man gelesen hat und wie er sich dazu geäußert hat, dann kann man nur zu einem Schluss kommen. Und dann war der 1. April wieder sein Humor. Das war sein Humor und das war ein großer Mann und ich ziehe meinen Hut vor ihm. Und ja, wie geht's euch damit? Hier sind ja auch bei mir jüngere Zuschauer, die den Namen Rüdiger Nehberg gar nicht mehr so kennen. In meiner Generation, der hat mich mein Leben lang begleitet, der Mann mit meinen Outdoor-Aktivitäten war das Thema Rüdiger immer dabei. Seine Filme über mit dem Einbaum und so weiter, die damals im Fernsehen liefen, der Marsch durch Deutschland, ganz zu Anfang, diese Szene war ja legendär. Was hat er damit aufgeschreckt? Er hat der Ringelnatter den Frosch wieder zurückgewürgt und er hat den Frosch aufgegessen. War einfach Wahnsinn und sowas, das war zu unserer Zeit, wo es kaum Sensationen im Fernsehen gab, kaum Ablenkung, war so eine Rüdiger-Nummer einfach nur grandios. Und was soll man dazu sagen? Also die Jüngeren kennen den nicht mehr, oder? Schreibt mal rein, habt ihr einen Bezug zu Rüdiger Nehberg? Also für mich war das ganz traurig auf jeden Fall, dass er nicht mehr da war und dass das nicht geklappt hat mit unserem Jamboree auch. Das Jamboree hat sowieso nicht geklappt wegen Corona, wurde abgesagt, die ganze Planung war fertig. Alle Firmen waren, alles war in Sack und Pack, alles Geld dafür war vorbereitet und ausgegeben für die Planung und dann fiel das ja aus. So ist das. Ja, da werde ich doch sentimental, wenn ich darüber nachdenke, wie jemand, der mich so lange im Geiste begleitet. Und ja, schade, das wäre mein Traum gewesen. Und auch auf dem Jamboree wäre es ein Riesen-Highlight gewesen, wenn Rüdiger da gewesen wäre. Ja, leider nicht. Rüdiger Nehberg, ja, was hat der Mann alles auf die Beine gestellt? Die Target-Aktion, dass er dann irgendwann den Schwenk gemacht hat von dieser Nummer, dass man jetzt nur noch Survival-Sachen macht, sondern seine Bekanntheit einfach für ein gutes Projekt ausgenutzt hat, sodass er in Zukunft Geld sammelt für gegen die Genitalverstümmelung und sich da sehr stark für gemacht hat und auch vieles schon verändert hat. So, ich hoffe, dass man könnte es ja nicht nachgucken, weil ich war noch nicht in Afrika und in diese Szene bekommt man keinen Einblick, was da wirklich läuft. Und naja, Rüdi, ich wette, der guckt auf uns runter, wenn es einen Himmel geben sollte. Ich bin ja nicht gläubig. Aber er guckt runter und mit so einem verschmitzten Lächeln, wie er immer geguckt hat. Ich sehe ihn vor mir, er ist immer noch für mich da. Und ja, was soll ich sagen? Ich wollte nur eben sagen, das soll auch nicht, falls das irgendwie jemand so wahrnimmt, das soll nicht eine Sache sein der Respektlosigkeit, dass ich da jetzt eine Aussage tätige, dass er Suizid begangen hat. Das weiß ich nicht, aber er hat es immer so gesagt und der 1. April und das Ganze drumherum und auch beim Jamboree, bei den Gesprächen, war er immer hü-hot. Das kannte man von ihm nicht. Er war immer ein Mann, der eine klare Aussage tätigte. Ich,
Der hat einfach gesagt, ja, machen wir, fertig, das war's. Das war Rüdiger. Oder nein, machen wir nicht, hätte er gesagt. Ganz klar. Aber vor dem Jamboree, bei den Gesprächen im März, war er immer hü und hot. Ja, er weiß auch nicht. Er weiß nicht, ob er den Termin einhalten kann. Er war immer hin und her. Dann habe ich gesagt, ja schade, Hans, siehst du da nicht eine Möglichkeit? Ja, dann ja, mal sehen, das werden wir schon irgendwie, wird das gehen. Dann können wir mal gucken. Dann wieder hat er eine Mail geschickt. Nee, du, lass mal, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das, ob das klar geht und so weiter. Und das war sehr, sehr ungewöhnlich für ihn. Und da habe ich schon gedacht, das ist ja komisch. Im Nachhinein war er dann am 1. April tot. Und das fand ich auch sehr merkwürdig, weil man vorher dieses Hü-Hot in ihm gesehen hat. Als wenn er gewusst hat, dass das vorbeigeht, dass er was nicht zusagen kann, was er vielleicht sagen möchte. Ja, das ist meine Geschichte und meine Begegnung mit Rüdiger. Und ich trage ihn zumindest im Herzen bei mir. Und ja, schade, einfach nur schade. Großer Mann, ein großer Mann. Unser Bäcker aus Hamburg. Ja, schreibt mal in den Kommis, wie empfindet ihr das? Und bitte nehmt mir das nicht übel oder maßt mir an. Ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass das so passiert ist, aber ich habe so ein Gefühl. Ich möchte da auch nicht jemanden da zu nahe treten, auch in der Familie, und da was in die Welt setzen. Das kann genauso anders gewesen sein. Aber wie seht ihr das? Schreibt mal in den Kommis rein. Rüdiger, ja, er wird mich trotzdem weiter begleiten. Dieser Spirit ist da und den hat er bei mir eingepflanzt. Also als kleiner Junge. Und das glaube ich, ich kenne so viele Leute, die draußen Natur machen, irgendwas machen, wo Rüdiger für die der Inspirator war, der sie mitgenommen hat, abgeholt hat und ihren Weg vorgegeben hat, weil sie so fasziniert durch diese Geschichte waren. Bitte schreibt mal in den Kommis rein, ob ihr auch dabei seid. Ich bin dabei und ich bin dadurch gefesselt und gefasst von ihm, also gefangen von ihm gewesen als Kind schon. Und das ist das Thema. Ja, bitte. Nun zu. Ernstes Thema auf der anderen Seite, muss ich sagen. Ich möchte das jetzt mal weiter so bewenden lassen. Ich gehe noch eine ganze Weile hier mit meinem Hund, genieße diesen tollen Tag und wünsche euch einen schönen Wochenstart. Denn. Tschüss, liebe Leute. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.